Hallo, wir befinden uns hier vor einem kleinen Haus des Stadttheaters Darmstadt und ich sitze hier mit Rebecca Reuter, einer Dramaturgin, die wir gerade getroffen haben und die uns sehr nett gesagt hat, dass wir leider nicht reinkommen, weil der Schauspieler erkrankt ist. Wie Schauspieler manchmal krank werden, man will es nicht glauben. Es fallen wirklich selten Vorstellungen aus, oder hier auch? Ja, zum Glück schon. Nicht so oft. Ja, schon. Wir versuchen das natürlich immer zu verhindern. Klar. Wie verhindert ihr das, dass die Schauspieler krank werden? Naja, man zwingt sie. Nein, hoffentlich nicht. Nein, naja, wenn es jetzt nicht gerade die Hauptrolle ist, kann man ja auch über eine Umbesetzung nachdenken, ne? Zum Beispiel. Ja, also ich stehe zur Verfügung, wie gesagt. Ich werde das mal anbringen. Du bist ja Dramaturgin. Ja. Was genau ist denn eine Dramaturgin? Eine Dramaturgin, also was der Beruf ist, ist quasi, das fängt damit an, dass wir eben sehr viel rumreisen und anders in anderen Städten Theater gucken und gucken, welche Regisseure für uns interessant sein könnten und auch für unser Ensemble, welche irgendwie noch eine andere Regiehandschrift haben, die wir auch noch nicht in unserem Repertoire irgendwie so vertreten haben. Und dann lesen wir natürlich ganz viele Stücke und gucken und entwickeln im Team den Spielplan und versuchen, ein Repertoire zusammenzustellen, das eben auch möglichst eine breite Zielgruppe abdeckt. Also, dass wir einerseits auch leichte Kost haben, aber auch ein bisschen was Anspruchsvolleres, dass wir also verschiedene Interessen abdecken, dass wir natürlich die Themen, die wir gesellschaftlich für relevant halten, auch inhaltlich vertreten und in unserem Spielplan sich wiederfinden. Und genau so versuchen wir dann, gemeinsam einen Spielplan zusammenzustellen, in einer Kombination aus Themen und einer Kombination aus Regisseuren, die irgendwie einen runden Spielplan ergeben quasi. Genau, und wenn dieser Spielplan steht, dann betreuen wir Produktionen, die teilen wir untereinander auf. Und da treffe ich mich immer erstmal mit dem Regisseur und erarbeite mit dem zusammen ein Konzept. Die Idee dazu kommt in der Regel von ihm. Das ist auch gut so. Und wir müssen auch arbeiten. Ja, die machen schon einen ganz guten Job in der Regel. In der Regel. Genau, nein. Und genau, der überlegt sich ein Konzept und das arbeiten wir zusammen aus. Und dann bringt er noch ein Team mit, einem Bühnenbildner, einem Kostümbildner unter anderem oder manchmal auch einen Choreografen oder einen Videokünstler oder einen Musiker, je nachdem immer, was der gerade für diese Inszenierung für wichtig erachtet. Genau, und dann stellen wir dieses Konzept den Schauspielern vor. Die Besetzung machen wir auch gemeinsam mit den Regisseuren natürlich, also die wünschen sich natürlich, mit wem sie arbeiten wollen. Und das versuchen wir natürlich auch größtenteils zu ermöglichen. Manchmal geht das natürlich nicht alles, weil ja Sachen parallel stattfinden. Aber genau, das machen wir auch. Und dann treffen wir eben mit dem Team zusammen dann zum ersten Mal zur Konzeptionsprobe die Schauspieler und stellen denen das Konzept vor. Und die Dramaturgen machen eine Materialmappe mit ganz viel Hintergrundinformationen, die man dazu gelesen haben sollte oder die man wissen sollte, recherchieren. Und dann fängt der Regisseur an, mit den Schauspielern zu proben. Und wir Dramaturgen lassen sie damit erstmal allein. Und, und wenn der dann irgendwie was hat oder das Gefühl hat, er wird betriebsblind oder mal eine zweite Meinung braucht, dann lädt er uns ein und dann gehen wir auf die Probe und beraten den. Sind so ein bisschen der Knotenpunkt zwischen Organisation und künstlerischer Arbeit und geben dem Feedback. Der Regisseur ist ja auch immer zu Gast und das Ensemble ist fest am Haus und da sind wir so ein Verbindungsglied, weil wir den Regisseur meist schon von unseren Reisen kennen und die Schauspieler aus unserer Arbeit hier mit denen. Und dadurch versuchen wir natürlich auch irgendwie, wenn mal irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten da sind, zu vermitteln oder auch eben zu sagen, was gerade besonders gut ist, woran man weitergehen sollte und die darin zu bestärken. Und genau, also die im Großen und Ganzen einfach für die da zu sein und die zu beraten. Und dann machen wir natürlich auch noch alles, was an Texten nach draußen geht. Also wir schreiben die Texte über die Inszenierungen, die im Internet stehen und im Liporello und in allen Veröffentlichungen eben im Programmflyer. Den stellen wir zusammen und dann machen wir die Einführungen und Publikumsgespräche und so. Das ist ein kleiner, also übersichtlicher Job, wo man fast nichts zu tun sehr hat. Sehr vielseitiger Job. Ja, aber das ist eben das Tolle, dass man eben auch, das ist der große Luxus, wie ich empfinde, an dem Beruf, dass man alle paar Wochen sich in ein ganz neues Thema komplett reinstürzen kann, weil ja jedes Stück auch ein anderes Thema irgendwie beackert und weil man vor allen Dingen, was ich daran auch so toll finde, ist, die Reaktion des Publikums ja wirklich konkret beobachten kann. Also wenn man ein Buch schreibt, das finde ich ja auch super toll und ich lese ja auch total gerne, sonst würde ich den Beruf ja auch, wäre ich auch falsch in dem Beruf, aber da kann man natürlich die Reaktion nicht so ungefiltert sehen, wie man es im Theater kann. Das mag ich auch besonders gerne, dass es eben diesen Live-Moment gibt. Ja, ja.
Das ist ja auch als Schauspieler, ist das, was mich, also was ich irgendwie besonders finde als im Film. Dass man halt irgendwie live wirklich da ist und alles spürt, was im Raum passiert. Ja, genau, und dass das sich gegenseitig beeinflussen kann natürlich. Aber du bist ja als Dramaturg hast du quasi eine Schattenposition im Theater, du bleibst im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, das kann man so ist sagen. Ist manchmal bitter, dass du nicht irgendwas von dem Ruhm, den Schauspieler oder Regisseure bekommen, irgendwie nicht auch abbekommst? Das weiß man, wenn man sich den Beruf aussucht und ich fühle mich da irgendwie sehr zu Hause. Also ich muss sagen, ich habe auch gar nicht immer so die große Fantasie zu Dingen, aber habe irgendwie immer ein ganz gutes Auge dafür, wie man es noch besser machen kann, finde ich oft. Und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl und klar, wir werden jetzt in der Presse nicht erwähnt oder wir verbeugen uns nicht mit, aber ich brauche das auch nicht so. Ja, nö, ich muss jetzt nicht auf der Bühne stehen, denn dann hätte ich Schauspieler werden müssen und das wusste ich, als ich mir diesen Beruf ausgesucht habe. Von daher bin ich damit eigentlich total im Reinen. Du hast ja auch wahnsinnig viel Theater dann wahrscheinlich gesehen, wenn du sagst, also allein schon, wenn du das Auge dafür haben musst, welcher Regisseur passt als Ergänzung zu den anderen Regisseuren, die wir haben, gut dazu. Das kannst du ja, also aus einer Inszenierung ist es ja vielleicht mal ersichtlich, aber das ist ja schon... Ja, das stimmt. In der Regel verfolgen wir Regisseure schon länger, als irgendwie, dass wir nur eine Inszenierung von denen gucken und die dann engagieren und reden natürlich auch mit denen, lernen die kennen, menschlich natürlich auch. Und genau, natürlich, also wir gucken schon alle sehr viel Theater. Das ist auch das Tolle an dem Beruf. Was hast du in den letzten Jahren gesehen, was dich sehr beeindruckt hat oder sehr geprägt hat oder irritiert hat? Oder was besonders war irgendwie? Also ich meine, verschiedene Sachen, genau. Also es gibt so drei Sachen, die ich aus verschiedenen Gründen ganz toll fand. Ich habe zum Beispiel an der Schaubühne von Simon McBurney die Ungeduld des Herzens gesehen. Das hat mich einfach so wahnsinnig beeindruckt, weil das mit so einer absoluten Leichtigkeit eine Geschichte, die mir erstmal gar nicht so eingängig erschien oder wo ich gar nicht gedacht habe, das muss man sehen oder so, sondern ich bin da eigentlich eher zufällig reingegangen, mit so einer Leichtigkeit, genau, ich wollte eigentlich was anderes gucken und dann, ne, wie das dann manchmal ist, fiel das aus und dann bin ich dahin. Und dann bin ich so dankbar, dass ich diesen Abend gesehen habe, weil das so Regiearbeit wirklich in seiner besten Form war, weil die Schauspieler so beieinander waren, so uneitel miteinander gespielt haben und alles so perfekt ineinander griff, was die gemacht haben. Und das mit so unfassbar einfachen Mitteln, die so zum Strahlen kamen, dass mich das total umgehauen hat. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Das ist ein schönes Kompliment für den Film. Ja, finde ich auch. Und es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und dann habe ich zum Beispiel, was zutiefst verstörend war und einem irgendwie ganz viel zu verdauen mitgibt, war Balkan macht frei von Oliver Fritsch am Resi in München im Marstall. Und das ist ein Regisseur, der aus Bosnien gebürtig kommt und der jetzt in Tschechien Intendant ist und der am Resi eben arbeitet, aber jetzt glaube ich auch inzwischen in Dresden und Mannheim zum Beispiel. Und der sich auch ganz viel eben mit so nationaler Identifikation auseinandersetzt und seine eigene Fluchtgeschichte, der innerhalb dieser Inszenierung also live Waterboarding gemacht hat und das kann man und der macht eben so Inszenierungen in denen man nicht mehr spielen kann, in denen man nur noch machen kann und da sieht man eben auch, dass das echt ist. Also ich habe jetzt noch mal eine zweite Arbeit von ihm gesehen, da hacken die Schauspieler nackt Holz oder in der ersten eben gab es dieses Waterboarding und das sind alles so Sachen, die kann man nicht mehr spielen, die kann man nicht mehr behaupten, da geht es wirklich ums Machen und die sind sehr performativ und die sind dadurch unglaublich ergreifend und mitnehmend und stoßen unglaublich zum Nachdenken an und man kann gar nicht irgendwie sagen, das ist ein geiler Abend oder Wahnsinn oder so, aber es ist, beschäftigt einen total und nimmt einen richtig mit und ist ja bestimmt auch wahnsinnig schwer zu proben auf eine Art und Weise. Also ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich meine, auch die Echtheit verliert sich ja irgendwann, wenn du zum 20. Mal gewaterboardet wurdest. Komischerweise irgendwie nicht. Also es ist wohl so, dass wirklich in jeder Vorstellung das Publikum auch eingreift, was nicht so geplant war. Die haben nicht gesagt, wir machen das, bis das Publikum eingreift, sondern es hat sich so ergeben. Und wenn man einfach Wasser schluckt und dabei atmet, dann muss man sich auch übergeben, das ist irgendwie klar. Und das ist auch nicht gespielt dann. Der Schauspieler selber sagt, ihm macht das eigentlich am wenigsten aus. Für die Kollegen ist es, glaube ich, schlimmer, die das ausführen. Ja, ja. Aber weil er ja auch immer die Kontrolle hat, als Theatermensch kann man das noch erkennen, aber als Publikum erkennt man das ja zum Glück nicht oder so ist es ja auch gewollt. Und das ist natürlich total krass. Und also da finde ich es aber auch toll, dass die Schauspieler, dass dieses Publikum dann eingreift, anstatt einfach zu gehen, weil das ist ja der Moment, an dem sie eine Chance haben, was dagegen zu tun. Und deswegen finde ich es dann auch toll, dass sie das machen, auch wenn ich selber das vielleicht nicht machen würde, weil ich Zeichen anders erkenne. Aber
Aber es ist vielleicht auch interessant, weil ich meine, es gibt ja schon viele, verhältnismäßig viele Stücke inzwischen, die darauf abgezielt haben in den letzten Jahren, dass, also habe ich in mehreren Stücken gesehen, Stücke, die darauf abgezielt haben, dass die Zuschauer eingreifen müssen. Kann das sein, ja, das war aber, wie gesagt, das war überhaupt nicht so, dass er das intendiert hat. So. Also das glaube ich ihm irgendwie auch, so wie er das sagt. Aber also es geht da, glaube ich, auch nicht um einen Erziehungseffekt, sondern dem ging es wirklich da, also dem geht es auch darum, seine Wut und seinen Frust irgendwie in die Welt hinaus zu schreien, und das spürt man sehr, und das nimmt einen halt auch so mit, dass das so echt ist. Genau. Und dann, wen ich auch noch ganz, ganz toll finde, ist eben Kai Voges in Dortmund. Der ist ja nun im Moment auch wirklich so der Star der Szene, ne? Aber ich habe auch viele Sachen von dem gesehen und muss auch sagen, zu Recht. Also ich habe, was ich total toll fand, war die Die-Show. Und auch die Borderline-Prozession ist ästhetisch natürlich ein Feuerwerk. Genau, also das sind so Arbeiten in den letzten Jahren, die mir besonders hängen geblieben sind. Spannend. Ja. Also gut, da haben wir vorher schon gehabt, Regie möchtest du eigentlich dann doch nicht machen, weil das eigentlich nicht dein ist. Mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt, ne? Aber grundsätzlich fühle ich mich in der Dramaturgie schon sehr zu Hause. Oh, voll schön. Man soll ja nie sagen. Ja, aber eben. Ja. Aber also manchmal hast du schon das Gefühl, du wüsstest, wie man das jetzt besser machen könnte. So, aber bist du dann eher ruhig, oder sagst du es dem Regisseur? Nee, natürlich sage ich das dem Regisseur, sonst würde ich ja meinen Job nicht machen. Und wenn er sagt, nee, ich finde das Quatsch, was du erzählst, gibt es solche Situationen? Dann schreiben wir uns 20 Minuten klar, an, dann verletzt einer in den Augen. Nee, in der Regel nicht. Also meistens nehmen wir das ja sehr dankbar an, oder manchmal finden wir auch einen Kompromiss. Mhm. Und wenn er das nicht will, dann gut, das ist ja seine künstlerische Freiheit. Aber es ist natürlich, also sein Job ist es, sich das von mir anzuhören, sonst würde ich meinen nicht machen. Ja. Aber wie er mit meiner Kritik umgeht, bleibt natürlich ihm überlassen. So viel Freiheit muss ich ihm schon lassen, genau. Aber in der Regel muss ich sagen, also ich habe das bis jetzt da, gut, ich meine, so alt bin ich auch noch nicht, ne? Ich habe jetzt noch nicht Jahrzehnte Berufserfahrung, aber bis jetzt waren meine Erfahrungen zum größten Teil sehr positiv, dass das eigentlich immer sehr gut aufgenommen wird, was ich sage. Ist ja auch immer eine Frage, wie man das sagt natürlich, ne? Das lernt man auch, da tritt man natürlich in so ein paar Fettnäpfchen am Anfang und irgendwann findet man seinen Weg. Oder ich habe ja auch möglichst vielen anderen Dramaturgen bei der Arbeit zugeguckt, und das kann einem, glaube ich, keiner beibringen oder eins zu eins sagen, wie man das machen soll. Das wird auch nicht funktionieren, dann wird man auch unglaubhaft in dem, wie man kritisiert. Aber man zieht sich natürlich so bei jedem raus, was für einen funktioniert, und findet seinen eigenen Weg, Kritik so rüberzubringen, dass man auch gehört wird und nicht verletzt. So. Ja. Weil da muss man, das ist ja nicht so einfach, ne? Dass man, das, also, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man transportiert, dass man im Sinne der Sache denkt und arbeitet und das auch versucht so zu formulieren, und es nicht darum geht, den anderen anzugreifen oder zu sagen, dass das was der macht, schlecht ist. Auf eine Art und Weise schon eine hohe Kunst. Ich meine, gut, du stehst noch ein bisschen außerhalb, das ist vielleicht der Vorteil, dass du von außen drauf kommst. Genau, natürlich, genau. Oder dass man auch einfach sagt, so kommt es gerade bei mir an, oder so empfinde ich, dass es nicht unbedingt deshalb eine Allgemeingültigkeit hat, aber man natürlich schon versucht zu erzählen, wie es sich nach außen zu schildern oder zu spiegeln, wie es sich nach außen erzählt. Genau, natürlich, ja, da braucht man ein bisschen diplomatische Fähigkeiten, braucht man. Und selbst dann kann man angeschrien werden und gehasst werden. Ja, ach ja, aber ich glaube, das ist, ja, aber natürlich. Wie geht's noch? Das, man hat ja auch Einfluss darauf, ob sie wieder engagiert werden. Auch in anderen das Häusern, weil die kennen sich ja alle gegenseitig. Das wissen ja auch. Nein, Quatsch, das klingt jetzt so böse. Nein, also ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich immer mit sehr interessanten und umgänglichen Regisseuren arbeiten durfte. Also ich kann mich da nicht beschweren bis jetzt. Bin ich nicht angeschrien worden. Möge es so bleiben. Ja, mal gucken, was die Zeit so bringt. Hauptsächlich angenehme Schauspieler durchgängig? Ja, klar. Doch, ja. Das muss ich schon sagen. Also, da gibt es ja so viele Klischees und so. Aber das ist das meiste. Also klar, manche stimmen irgendwie manchmal bei einer Person, ne? Aber auf alle lässt sich das ja sowieso nie anwenden. Und mit jeder tickt halt anders. Und dann muss man auch mit jedem irgendwie anders umgehen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich eigentlich immer ganz gut klargekommen. Wo hast du denn überall schon gearbeitet? Ich habe in Göttingen studiert und habe da dann während des Studiums so Gastassistenzen gemacht und war dann ein Jahr lang so Mädchen für alles in der Öffentlichkeitsarbeit und Dramaturgie. Dadurch war ich da anderthalb Jahre am Haus, und dann habe ich Gastassistenzen und Hospitanzen an anderen Häusern gemacht, weil ich irgendwie wissen wollte, wie eben Theater in anderen Städten funktioniert, bevor ich mich irgendwie auf eine Stadt festlege. So.
Da dachte ich, ich muss irgendwie noch mal mehr sehen. Das ist clever. Ja, das war, hat sich im Nachhinein wirklich als super herausgestellt. Das hat mir ganz, habe ich da, in dem Jahr habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und da habe ich in Hannover bei Ulle Walburg hospitiert. Und in Düsseldorf saß ich 3 Monate im Vorzimmer der Chefdramaturgin und habe in der Produktion hospitiert. Dann habe ich assistiert in Marburg, in einem Landestheater. Also auch, dass man eben mal so Staatstheater, Landestheater, Stadttheater, auch diese verschiedenen Modelle mal kennenlernt, war mir wichtig. Danach war ich in Braunschweig und dann in Oldenburg. Das war auch unter Markus Müllers Intendanz. Genau, und dann bin ich nach Ingolstadt gegangen für 3 Jahre fest als Dramaturgin. Und jetzt bin ich hier in Mainz. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 31. Jo, gut, das ist, ich werde bald 34, das hätte ich jetzt auch. Weil dafür ist schon eine krasse Vita. Ja. Also jetzt allein von der Quantität, wie vorher bei den Stationen, was du alles arbeitest. Ja gut, man muss natürlich sagen, dass ich da auch nicht so lange war. Ne? Das ergibt sich dadurch auch. Ja, genau. Anders wäre nicht möglich. Oder du hast mit 11 angefangen, am Theater zu arbeiten. Nein, das war eigentlich relativ spät. Ich wusste also, weil die Stadt, aus der ich komme, die hat kein eigenes Ensemble. Dadurch habe ich den Beruf des Dramaturgen eigentlich erst relativ spät wahrgenommen. Ich wollte früher sogar, habe ich mal überlegt, ob ich Lektorin werde und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich für mich Dramaturg noch viel besser finde. Ja, sehr schön. Hoffentlich eine weise Wahl. Danke dir, Rebecca. Ja, sehr schön, danke also euch. Sehr danke schönes, dir. Spannendes Gespräch. Jetzt ja, ja. Das freut mich, danke. Nee, das hat den ganzen Abend irgendwie gerettet. Ach, das freut mich doch immerhin. Ja, super.